Okay, nix hier weiter. Mal hier rein. So, auch hier liegt ein Item. Das nehme ich natürlich gerne mit mir. Ach ja, ich wollte noch was nachgucken. Und zwar, was für ein Wesen eigentlich Knurfenser hat. Es ist mäßig. Das heißt, auch seine Werte... Doch, seine Werte ändern sich sehr wohl. Angriff geht runter und Spezialangriff geht hoch. Ist das gut? Also, Ranghieb ist zum Beispiel eine Angriffattacke. Dadurch, also eine... Die geht zum Beispiel runter, das ist schlecht. Feuerriegels Angriff ist auch runter. Irgendwie gehen bei mir alles die Angriffswerte runter. Das ist nicht gut. Ich stehe auf Angriffswerte. Naja, gut. Hier kommt auch gleich der nächste Typ. Ich glaube, ich werde jetzt mal Knurfenser nach vorne tun, kurz. Einfach nur so zum Training. Ein bisschen trainieren will ich ja doch noch. Wir bewachen diesen Turm, um Pokémon auf diese Weise unseren Dank auszudrücken und damit wir nie vergessen, was wir ihnen verdanken. Cool. Diese ganzen Weiser, Mönche oder sowas. Ich erinnere mich so an, weiß nicht, so buddhistische Mönche. Ich glaube, die sollen noch so ein bisschen dran angelehnt sein. So, Knurfenser gegen Knurfenser, epischer Kampf, aber die Zeit will ich mir sparen. Feuerriegel soll aushelfen. Der könnte auch ruhig mal bald eine Feuerattacke lernen, meiner Meinung nach. Dann würde das Ganze noch schneller gehen. Okay, Tackle ist weg. Ja. Könnte mit zwei Hits runtergehen. Oder wie sieht's aus? Na, ja. Wunderbar. Wie viel kriegt man als so Knurfenser? Oh, okay. Ich glaube, ich werde es noch einmal machen. Oder bis er wenigstens Level 4 erreicht oder so ein Scheiß. Muss mal gucken. Okay, jetzt wird er auf jeden Fall ein Level-Up erreichen, wenn das nochmal so läuft. Auswechseln. So trainiert man. Vor allem, ich bin doch eigentlich, wenn man logisch darüber nachdenkt, ich bin eigentlich in einem Turm, also in einem Gebäude. Jetzt guckt euch den Boden an. Das sieht aus wie so Höhlenboden. Schon komisch, wenn man darüber nachdenkt. Aber ich finde das trotzdem schön, was sie mit den Hintergründen gemacht haben und so. Die sind so liebevoll gestaltet. Sowas gab es ja damals in Gold und Silber nicht. Da war einfach alles stur weiß. Und so sieht das eigentlich ganz einigermaßen gut aus. So, beide erreichen ein Level. Und Feuerriegel erlernt Blut, so wie ich es gewollt habe. Und jetzt kommt noch ein Knurfenser. Komm, Knurfenser wieder rein. Ich glaube, ich mache das jetzt noch ein bisschen so weiter. Ich weiß nicht, wann Knurfenser eine neue Attacke lernt und selbst wenn. Ich glaube, es wird Wachstum oder so ein Scheiß, also... Eigentlich nichts, was mir momentan im Moment was bringen würde. Denn wie wir eben analysiert haben, geht ja Rankenhub auf normalen Angriff und nicht auf Spezialangriff. Das heißt, wenn ich die ganze Zeit Wachstum einsetze, habe ich auch nichts davon. So. Aber jetzt kann ich ja für so wegbursten, wie es noch nie zuvor war. Und das ist geil. Was? Noch ein Level? Wieso das denn auf einmal? Wieso erreicht er jetzt schneller ein Level? Das macht keinen Sinn. Na egal. So, gucken wir uns mal alles an. Was ich machen wollte, ist die Attacke ein bisschen umstellen, ich finde. Blut kann ich mal nach ganz oben tun. Tackle daneben. Ja, so gefällt mir das schon besser. So, Spezialangriff ist natürlich erheblich höher bei Feuerriegel. Dann noch, dass Blut ja auch eine Spezialangriff-Attacke ist. Im Gegensatz zu Tackle. Das heißt, sie wird so viel stärker sein. Plus Stab und so ein Scheiß. Das heißt... Feuerriegel ist jetzt ungemein stärker geworden als vorher. Gut, ach, da oben. X-Treffer, okay, cool. Werde ich eigentlich, glaube ich, nicht so brauchen. Oh, ein wildes Pokémon. Ja, hier können auch wilde Pokémon auftauchen übrigens. Auch wenn auch nicht so oft. Ein Radfratz. Aber ich habe kein Interesse. Das heißt, weg. Boah, ich hab's aber einen Husten gerade, ne? Ist ein bisschen unschön. Gut, dann haben wir den nächsten Typen. Zittere wie Laub im Wind. Okay, du Psycho. Kannst du gerne haben. Wie Laub im Wind. Hätte ich jetzt ein Taubsi oder sowas hier Windstoß könnte, dann hätte ich diesen Laub im Wind. Ja, dann hätte ich's. Ach, schade. Hätte ich mir lieber ein Taubsi gefangen. Vor allem mit Taubsi könnte ich jetzt auch alles durchrushen. Ich meine, deren Rankenaktive werden so schwach auf Taubsi sein, weil es nicht sehr effektiv ist.
Und wenn es dann erstmal dann auch Windstoß gelernt hat, Junge, Junge, muss da alles weghauen. Diese Level 3er Knuff-Fenster. So, ach, was für eine Überraschung, der setzt einen Knuff-Fenster ein. Die haben echt alles nur Knuff-Fensters. Und jetzt, wo ich das Wort Knuff-Fenster auch so oft sage, klingt das echt komisch. Knuff-Fenster, 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 Knuff-Fenster. Ich lehne dankend ab und setze hier Feuerregel ein. Könnte der beim nächsten Mal wieder ein Level-Up erreichen? Spätestens beim übernächsten Pokémon. So, hier gibt es erstmal so eine Shell und ein Glut. Das finde ich gut. Und ich reime, weil ich der Beste bin. So, ja, Level-Up. Und die Werte steigen. Ich könnte eigentlich Zubat mal wieder trainieren. Denn es ist auch wichtig, ein Zubat zu trainieren. Weil ich Zubat trainieren muss. So. Ich guck mal. Ich versuche jetzt mal mit dem alleine zu kämpfen. Auch wenn ich das bezweifle. Ach, das geht daneben. Okay. Auch wenn ich bezweifle, dass das reicht mit dreimal Blutsauger. Ach komm. Jetzt mach. Zum Glück ziehen seine Attacken nicht so wirklich was ab. Das heißt, ich kann es mir auch leisten, daneben zu schlagen dreimal. Okay, okay, cool. Nicht, jetzt mach. Die Chance besteht zu 55%. Überlegt mal, 55%, das müsste eigentlich knapp über jedem zweiten Fall sein. Jetzt geht die aber fünfmal daneben. Womit ich da bin, was ich eben, oder im letzten Part, weiß ich schon gar nicht, gesagt habe. Die Chance ist so gering, weil man der Spieler ist, weil... Sechsmal daneben, ernsthaft, guckt euch das an. Siebenmal. Man braucht siebenmal, um eine 50-50 Chance treffen zu lassen. Hat sich ja echt gelohnt. Na gut, Blutsauger. Ziehen wir mal ein bisschen die KP ab, die mir verloren gegangen sind. Okay, ich kriege immer nur einen wieder. Das heißt, ich kann ihm maximal drei abziehen. Obwohl, doch, das schaffe ich. Wenn ich zweimal selber batsch, dann kriege ich den noch da und meinen restlichen Blutsauger-Attacken. Wenigstens war es so fair und hat sich selber zweimal verletzt. Das ist ja auch übermäßig viel Luxus. Gut, und da geht er weg. Yeah. Mein Fuß ist eingeschlafen. Das ist so ein ekelhaftes Gefühl. Sitzig. An, als würde er sterben. Okay, okay. Also, hoch da. Und ein Trank. Yeah. Ich setze mal Zubat nach vorne, denn ich will, dass Zubat einen Level-Up erreicht. So. Jetzt seht ihr echt einen ganzen Haufen an Trainern. Ich wandle auf dem Weg des Pokémon-Trainers, um Erleuchtung zu finden. Coole Sache. Detlef mit einem Level 6er Knuff-Fenster. Yeah, die werden stärker, meine Freunde. Das ist natürlich nichts für Zubat, denn der kann eigentlich nicht wirklich angreifen, sondern Feurige. Also der hat jetzt einen Level 6er. Muss, also wir sehen schon, wir sind in der oberen Etage, wo die ganze Elite-Einheit trainiert, die noch viel stärker als die ganzen Knechte sind. Aber leider reicht auch das nicht. Oh, mit Volltreffer. Ah, dann viel Spaß. Boah, der gibt aber gut EP. Noch bin ich nicht Meister meiner selbst, aber ich habe Meister verloren. Okay. So, jetzt stehen hier so zwei beieinander. Wenn ich jetzt so in die Mitte laufe, kann ich dann gegen beide kämpfen? Diese TM, die mir der Weiße... Weißeste Angriff vertraut hat, bringt Licht, selbst in der tiefen Dunkelheit. Nee, kann ich nicht. Aber vielleicht hat er mich nicht, vielleicht die Reichweite von dem nicht so. Ist hier so wie bei Smaragd oder so, dass, ich weiß nicht, ob das hier auch so ist, aber bei Smaragd ist es ja so, dass wenn so zwei Leute gleichzeitig so einen sehen, gibt es automatisch einen Doppelkampf und ich bin ein großer Freund von Doppelkämpfen. Also wollte ich das auch mal ausprobieren. Okay, hier kriege ich einen Rankenhieb rein, aber ich denke, das ist okay. Denn ich schlage fair zurück. So, sehr effektiv für Level Up. Einmal hier.
Und einmal hier. Level 32, Mann. Das ist ein Boss-likes Level, ja. Lukas wurde besiegt. Oh, es ist wohl doch nur mein Haar, das Licht ist. Haha, der hat doch fast eine Glatze. Okay, ich muss echt zu dem hinrennen, so. Lass mich sehen, wie stark dein Glaube an deine Pokémon ist. Okay. Weißer Ingolf mit Knuff-Fenser. Level 7. Boah, das ist der Chef im Geschäft. Ich sag's euch, meine Damen und Herren. Die anderen hatten alle so ein Level 6er Knuff-Fenser. Und der hat ein Level 7er und noch zwei andere Pokémon. Also der weiß, wie der Hase läuft. Und er setzt Wachstum ein. Was aber, wie ich ja schon erwähnt habe, eigentlich pure Zeitverschwendung ist. Also, ein kleiner Willkommensgruß an sein Team. So, Huthut. Wir haben gar keinen Huthut in diesem Spiel bis jetzt gesehen, ne? Das ist ja mal tragisch. Ich bleib mal bei Vorregel. So, für all die, die es nicht kennen, das ist ein Huthut. Steht auf einem Bein. Das andere sieht man gar nicht. Und es ist ein Flug-Pokémon. Eine Eule soll es darstellen. Sieht man im wilden Gras, im wilden Gras, sag ich, oh, okay, ist es ein wildes Gras eigentlich irgendwie schon. Sieht man es häufig, aber allerdings überwiegend eher nachts. Oder ich glaube nur nachts sogar. Und er ist tot. Oder hatte der, warte mal, waren das drei? Ne, es waren nur zwei Pokémon. Ich glaube, ich habe mich einfach nur vertan. So, oh, du. Deine Macht sucht wahrlich ihresgleichen. Wie vereinbart will ich dir nun diese Themen überreichen, aber du sollst deine Pokémon ein klein wenig besser behandeln. Die Art, wie du kämpfst, ist viel zu verbissen. Pokémon sind schließlich nicht zum Kämpfen da. Erst erzählte mir zu groß, was, er sei der Weiseste von allen, und dann macht er sofort schlapp. Aber das war mir von vornherein klar. Ich verliere doch nicht gegen jemanden, der so kindisches Zeug erzählt. Man sollte seine Pokémon gut behandeln. Puh. Für mich zählen nur Pokémon, die starke Siegertypen sind. Alle anderen Pokémon interessieren mich in feuchten Kehricht. Junge, verwende Fluchtsäule. Ja, und weg ist er. So, jetzt liegt's an mir. Da liegt ein Item, das wird nämlich schon später. Ein Kampf steht mir bevor, aber ich will mich doch ein bisschen darauf vorbereiten. Das heißt, ich gebe Vollriegel einen Trank. Ich weiß nicht, ob er es unbedingt braucht, aber der ist so ein bisschen so geschwächt. Das heißt, ich werde es einfach mal tun und ihn an erste Stelle setzen, weil ich, glaube ich, nur mit ihm kämpfen werde. So, du hast dich wacker geschlagen. Hier im Knuff-Fenster-Turm erarbeiten sich Pokémon und Menschen eine strahlende gemeinsame Zukunft oder suchen im Training Bestätigung. Ich werde deine letzte Prüfung sein. Erlaube mir, die Freundschaft zwischen dir und deinem Team zu erproben. Okay. Der Kampf gegen den Boss von dem, sozusagen der Arenaleiter, weisester Marek. Der Arenaleiter der Knuff-Fenster-Turm-Leute. Ist natürlich kein offizieller Arena-Leiter. So, hat Augenknopf-Fenster Level 7. Der hat wirklich drei Pokémon. Jetzt habe ich aber genau hingeguckt. Okay, sag bloß, die sind so schwach. Ich brauche eigentlich überhaupt gar keinen. Oh, ich merke das schon, glaube ich. Gar keinen Trank eingesetzt zu haben, aber egal. Und jetzt kommt ein Huthut. So, welches Level hat er denn? 10. Das geht eigentlich vollkommen klar. Zwei unter mir. Hau ich weg. Okay. Okay. Ich glaube, ich habe mich gerade ein bisschen überschätzt. Er hat weniger Schaden genommen, als ich erwartet habe, und ich bin direkt am Schlafen. So schnell dreht sich die Situation. Ich habe natürlich jetzt nichts, um Schlaf zu kurieren. Kein Aufwecker oder sowas. Ich setze Schnabel ein. Okay, okay, der Trank, der war eigentlich, glaube ich, doch gut investiert, schätze ich mal. Wer darf denn immer zuerst? Ich, ne? Na gut. Reicht? Nö, reicht nicht. Ah, sein Attack ging daneben. Loser. Jetzt darf ich ihn töten. Alles klar. Och, jetzt kommt der Volltreffer. Immer dann, wenn man den gar nicht mehr braucht. Volltreffer. Ah, dafür level ich jetzt auch wie ein Bescheuerter. Und noch ein Knuff-Fenster. Das heißt, im Prinzip eigentlich Free Experience Points. Einfach ein paar Gratis-EP. Vielen Dank. Okay, okay, der Typ. Sein Huthut war ganz gut, aber das war's dann auch schon. So, und Ruckzuckip ist gut. Gut, was soll verlernt werden? Ich würde sagen, eigentlich Silberblick, aber ich würde sagen, es ist einfach nur ein besseres Tackle. Es hat eine höhere Genauigkeit, ein bisschen mehr Stärke und
Man darf immer zuerst angreifen. Wieso sollte ich dann jemals in meinem ganzen Leben noch Tackle einsetzen? Aber egal, Silberblick werde ich eigentlich auch nicht wirklich einsetzen. Aber es geht einfach ums Prinzip. Marek wurde besiegt. Ah, sehr gut. Boah, der gibt mir Kohle. Dein Kampfziel lässt wahrlich nicht zu wünschen übrig. Damit brauchst du dich nicht einmal vom Meister Falk zu verstecken. Und jemand wie du weiß sicher auch hiermit richtig umzugehen. Das hier ist eine TM namens Blitz. Sie gehört dir. TM 70 erhalten. Yeah. Alles klar. Wenn du einen deiner Pokémon Blitz beibringst, kannst du damit jeden noch so dunklen Ort erhellen. Du kannst dir im Beispiel einen Knuffenser, zum Beispiel einen Knuffenser beibringen. Hey, ich habe einen Knuffenser, ist ja cool. Ja, TM Blitz. Es ist eine TM. Früher war es eine VM. Und jetzt habe ich ein Fluchtzeug gefunden und ich scheue mich auch nicht, den direkt mal einzusetzen, denn ich habe keinen Bock, den ganzen Weg hier rauszurennen. Ich glaube, deswegen gibt es den überhaupt auch hier. Ich meine, man sieht ja, Passant Junge hat den eingesetzt. Setz ihn doch auch mal ein, so. So. Dann gehe ich mich erstmal heilen. Und mache ich dann den Pokémon-Dings? Ich glaube, also ich meine die Arena. Ich denke schon. Ich glaube, es gibt auch gar nichts anderes, was ich gerade machen kann. Oder? Nee, ich glaube, ich kann wirklich nichts anderes gerade machen. Also, Arena-Time. Aber ich glaube, ich bin auch ganz gut vorbereitet dafür. So. Und einfach nur mal zur Sicherheit mache ich mal, speichere ich einfach mal. Wer weiß, ob das ja jemals abschmiert. Ich nehme jetzt schon seit locker 35 Minuten auf. So, das Blöde ist immer nur, so ein Speichervorgang dauert oftmals sehr lange. Man sieht auch, die Musik ist langsamer. Das heißt, das Spiel läuft auch langsam. Ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber gut. Ging jetzt einfach nur ein paar Sekunden investieren. Einfach nur zur purer Sicherheit. Manchmal sollte man das einfach mal machen. Vor dem Arena. Oh. Davon habe ich auch geredet. Guck, irgendwie hat das jetzt nicht anständig geladen oder sowas. Und jetzt kann ich ja nicht durch. Das heißt, ich gehe jetzt raus. Und das Spiel ist abgestürzt. Und jetzt sagt, dass ich der beste Mensch der Welt bin, dass ich genau vorher noch abgespeichert habe. Weil das Spiel jetzt voll abgeschmiert ist. Ach man, hab ich ein Schwein gehabt. Nein, das war kein Schwein, das war Instinkt. Das war Instinkt. Meine Zukunftsvision hat mir gesagt, ey, das Spiel, es schmiert ab. Speicher! Okay, ich tue es. Ich werde es speichern. Und es hat geklappt. Gut, ich denke, ja. Sehen wir uns noch in diesem Part oder im nächsten Part? Ich muss gucken, wie ich das schneide. Ansonsten bis gleich später beim nächsten Mal.